öffne ich gleichzeitig aber meinen Rucksack. Schon kann ich hier Dinge packen, sortieren, kann hier alles machen. Jetzt kann ich hier alles wunderschön stapeln, sortieren. So macht die ganze Geschichte Sinn und so macht es Laune. Das ist echt wunderbar. Die Entwickler haben meinen Rufen anscheinend gehört. Mein Flehen, mein Betteln, mein Winseln. Und jetzt guckt euch das an. Wir können Segel setzen und jetzt können wir hier vernünftig durch die Gegend schippern. Ja, hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren entspannten, verregneten Runde Project Castaway mit dem Game Bro auf seiner schönen, einsamen Karibikinsel. Leute, schön, dass ihr dabei seid. Leute, wir sind wieder hier. Wir sind wieder in Project Castaway und ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das Spiel entwickelt sich mehr und mehr für mich zu einer kleinen Hassliebe. Ein Teil von mir möchte es lieben, ein Teil möchte es hassen. Aber es zieht mich so sehr in den Bann, dass die Liebe teilweise tatsächlich schon ein bisschen überwiegt. Ich habe sehr, sehr viele Dinge schon angesprochen, auch bereits. Was haben wir denn hier? Die mich gewaltig stören. Allen voran so ein bisschen die Performance, die sich aber auch ein bisschen verbessert hat. Ich spiele jetzt gerade hier mit knappen 45 Frames. Das ist in Ordnung, da ich nebenbei aufnehme. Ich habe die Einstellung auf Max. Ich nehme nebenbei auf und da ist das erstmal halbwegs okay. Dann habe ich ein paar Probleme gehabt mit dem Lagersystem. Da habe ich ein kleines Tutorial heute gerade veröffentlicht. Ich bin mittlerweile mit dem Lagersystem ja im Reinen, weil wenn man das standardmäßig so benutzt, wie das Spiel einem das hier vorgibt. Und ich sehe hier, ich kann hier mit den Tasten die Items durchschalten. Ich kann sie mit der anderen Taste reinlegen. Und wenn ich das so mache, dann werde ich frustriert zurückbleiben. Das macht keinen Spaß. Ich habe keine Chance, auf die Art und Weise irgendwie die Dinge zu packen und zu sortieren. Öffne ich gleichzeitig aber meinen Rucksack. Schon kann ich hier Dinge packen, sortieren, kann hier alles machen. Ich kann Sachen aus meinem Rucksack nehmen und in die Kiste packen. Ich habe uns ein paar Bronzebarren geschmolzen. Guckt euch das an. Wunderbar. Jetzt kann ich hier alles wunderschön stapeln, sortieren. So macht die ganze Geschichte Sinn und so macht es Laune. Das ist echt wunderbar. Ich habe auch das Geheimnis mit dem Ofen gelüftet. Ich kann jetzt Bronze einschmelzen. Das ist einfach der Knaller. Super gut. Wie ihr seht, ich habe auch eine neue Axt am Start. Ich habe jetzt abgegradet auf Granit. Ich habe ein Granitvorkommen gefunden. Sehr, sehr schön. Zeige ich euch später auch mal. Guck mal, ich habe hier nochmal angefangen, ein bisschen was zu bauen. Ich habe noch eine Schildkröte erwischt. Wir trinken mal gerade ganz schnell, weil wir haben Durst. So. Leute, die Mechaniken sind teilweise wirklich schwierig für mich. Manche sind nicht gut durchdacht. Aber insgesamt, wenn man einmal raus hat, wie es funktioniert, dann macht es durchaus Laune. Das Ding ist halt, das Spiel nimmt einen nicht an die Hand und erklärt einem viele, viele, viele Dinge einfach viel zu wenig. Dafür sind wir aber hier, Leute, wir finden es raus. Und wenn ich was rausfinde, werde ich es euch auch sagen. Ich habe hier schon mal angefangen, ein Regal für meine Werkzeuge zu bauen. Damit wir das Zeug nicht immer hier unten auf dem Boden rumliegen haben. Wir brauchen auch 7 Large Sticks und die besorgen wir uns jetzt einmal auf die Stelle. Und dann ziehen wir nochmal los über die Insel. Ich habe da nämlich auch was gesehen. Ich bin über etwas gestolpert, das ich ganz gerne noch organisiert haben möchte. So, Palmbaum, wir schlagen dich. Ich arbeite jetzt mit einer Granitaxt. Das Ganze geht ein bisschen schneller. Die Granitaxt hält auch ein bisschen länger. Macht ein bisschen mehr Laune. So, wunderbar. Sammel die Dinge auf. Vielleicht nimmst du dir auch noch mal ein paar Kokosnüsse mit, falls das Inventar das hergibt. Was wir haben, das haben wir. Ich habe offscreen auch gesehen, Leute, hier vorne irgendwo wachsen Kartoffelpflanzen. Wir haben auch noch, was war das hier vorne, noch irgendeine Pflanze. Pass mal auf, wir gehen mal ganz kurz hin, einmal gucken. Hier steht es doch. Gingerpflanzen, sehr, sehr cool. Die können wir auch ernten. Ich habe dafür schon so eine Art Schippe, Löffel, was auch immer gebaut. Mit der wir das abbauen können. So, pass auf. Wir hacken uns hier nochmal eben ein paar Sticks. Brauchten wir Large Sticks oder Small Sticks? Habe ich jetzt gerade schon wieder vergessen. So, ich guck mal gerade nochmal kurz. Wir brauchen Large Sticks für die ganze Geschichte. Hier haben wir schon mal 4 Stück. 1, 2, 3, 4. Schnapp sie dir. Sehr schön. So. 3 Stück noch. Und dann haben wir das Regal fertig, Leute. So bekommen wir langsam aber sicher Ordnung in die Geschichte rein. Und ich muss sagen, so macht das dann auch irgendwie ein bisschen mehr Spaß. Tatsächlich, wir dürfen nicht vergessen... Okay, ich glaube, ich habe hier ein Waffenregal gebaut. Oder ist das auch ein Werkzeugregal? Ich könnte hier meinen Bogen reinpacken. Wir schauen mal gerade, was passiert. Wenn ich meinen Rucksack nehme und jetzt die Axt nehme, kann ich die Axt hier auch anheften? Nein, das scheint nicht zu funktionieren. Den Bogen kann ich hier auch nicht anheften. Schade, schade. Das geht nicht. Na, gib ihn wieder her. Nehm ihn doch wieder auf. So, also hier müssen wir tatsächlich mit Next und so weiter. Edwood Bow, HMT. Pack den Bogen mal hier dran.
Es ist anscheinend ein Waffenregal. Pass auf, ich nehme mal die Sachen hier auf. Vielleicht, jetzt kann ich auch das Messer hier dran packen. Schaut mal her. Das ist halt relativ schade. Hier kann ich das jetzt nur so machen. Mit dieser Funktion, die wir auch bei der Kiste haben. Die Funktion, die ich eigentlich überhaupt gar nicht mag. So, ich packe es aber mal hinzu. Dann haben wir das Steinmesser hier einmal reingepackt. Das gleiche baue ich mit... Warte mal, ich zeichne uns das direkt einmal an. Dann haben wir hier unser Waffenlager. Ich möchte das gleiche auch als Werkzeuglager haben. Lagersysteme, Lager. Waffenrack, Toolrack. Das möchte ich auch noch haben. Das packen wir uns dann einmal nach hier. Benötigt ein Rope und 7 Large Sticks. Seil müsste ich noch haben. Guckt mal hier, ich habe ein Seil in unserer wunderbar sortierten Kiste. So macht das doch Spaß, Leute. So kann man das auf jeden Fall machen. Large Sticks bedeutet, wir gehen nochmal los und müssen noch ein paar Bäume schlagen. Ist kein Problem, aber das möchte ich ganz gerne am Start haben. Ich möchte die Sachen nicht mehr immer irgendwo hinschmeißen. Ich brauche einen Ort, wo ich die Sachen finde. Dann macht das echt tatsächlich auch mehr Spaß. So, hau rein, Leute. Hau rein. Hei ho, hei ho. Wir sind vergnügt und froh. Timber, Baumfeld. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, nimm ihn dir mit. Ich denke, das reicht und wir brauchen gleich nochmal eine neue Granitaxt. Wir suchen gleich auch nochmal ein bisschen Yucca. Wir brauchen nämlich neue Seile. Ich glaube, ich habe keine Yucca-Pflanzen mehr. So. Die Granitaxt gibt auch langsam aber sicher den Geist auf. Eventuell, wir schauen gleich mal, vielleicht können wir sogar schon eine Kupferaxt bauen. Das wäre natürlich der Knaller. Hallo, mein lieber Vogel. Na, wie geht's dir hier? So, hier war's. So, 2 Stück noch. Und dann haben wir auch das erledigt. So. Perfekt, damit haben wir unser Werkzeugregal am Start. Und die übrigen Sticks, die packst du mal hier rein, weil hier baue ich meine Stickbehälter. Einmal für kleine Sticks, wir haben nur noch einen, und einmal für große Sticks, dass wir hier auch die Dinge einfach mal lagern können, vernünftig. So, jetzt haben wir hier das Werkzeugregal und hier können wir zum Beispiel diesen Spade. Was machen wir? Add Spade. So, dann haben wir das. Das ist mein Arbeitslöffel quasi. Wir haben eine Granitaxt und eine Spitzhacke. Die Axt behalte ich vielleicht und ich packe die Axt mal mit rein. So. So, dann haben wir die Sachen ordentlich irgendwo weggelegt und dann finden wir das auch wieder. Ich habe irgendwo hier, guck mal, hier liegt mein Messer, ein Granitmesser. Das liegt hier irgendwo hingeschmissen und ich habe irgendwo auch noch meine Spitzhacke liegen. Mal gucken, wo ich die hingeschmissen habe. Das ist halt das Problem, wenn man es immer irgendwo hat, dann findet es man nie wieder. So, den Stick noch schnell weg. Und wir gucken mal, ob wir hier irgendwo noch... Guck mal, da liegt zumindest noch mal eine Steinaxt. Die könnten wir auch noch mal mitnehmen. Dann packen wir dich auch schon einmal hier rein. So, Steinaxt. Interessant, dass die Granitaxt hier drin liegt und die Steinaxt kann man da dran hängen. Sehr, sehr interessant. Aber okay, ist in Ordnung. So, hier habe ich noch ganz, ganz viele kaputte Barren rumliegen. Leute, ich habe mir so viele Barren zerstört beim Schmelzen. Das gibt's gar nicht. Bis ich drauf gekommen bin, einfach mal, ja, wie soll ich sagen? Pass auf, nimm mal den Hammer. Ja, leider ist auch immer noch die Taste fürs Bauen vorbelegt und ich kann es nicht ändern. Ich laufe mit R vorwärts, wenn ich R drücke und den Hammer in der Hand halte, dann fange ich an zu bauen. Eine tolle Geschichte. Okay, aber das sind Kleinigkeiten. Ich denke, das wird sich irgendwann regeln. So, Hammer ist weg, Axt ist weg. Jetzt sollten wir mal gucken, ob wir die Spitzhacke irgendwo wiederfinden. Ansonsten baue ich mir auf die Schnelle eine neue Spitzhacke. Könnte natürlich sein, dass ich keine Seile mehr habe. Genau, Seile waren jetzt ein Problem. Leute, schaut euch diese wunderbar sortierte Kiste an. So ist das doch mega. Ich glaube, ich nehme mir auch mal ein Stückchen Fleisch raus. So, einmal reinhauen. Kannst mal ein bisschen was reinfuttern in deinen Magen. Dass du den auch mal gefüllt kriegst. So. Dann geht's dir auch gleich schon wieder viel besser, mein Lieber. So. Ich habe jetzt aktuell anscheinend keine Spitzhacke. Ich habe aber auch keine Seile. Wir könnten mal kurz in den Wald gehen. Wir haben ein wunderschönes Granitmesser. Und dann gucken wir mal nach Yucca-Pflanzen. Yucca-Pflanzen müssten hier eigentlich irgendwo noch sein. Es gab hier relativ viel. Kannst auch direkt nochmal einen Stick mitnehmen und nochmal eine Kokosnuss. Wenn man das einmal alles hier am Laufen hat. Ist das Yucca? Was bist du? Nee, das ist gar nichts. Wenn man das einmal alles hier mehr oder weniger am Laufen hat. Guck mal, das ist eine Yucca-Pflanze. Die kleine hier mit diesen Blättern. Dann kann man hier auch ganz gut überleben, muss ich sagen.
Aber den Einstieg macht einem das Spiel alles andere als einfach. Absolut nicht einfach. So, hier ist auch nochmal Yucca. Wir nehmen nochmal ein bisschen Yucca mit. Einfach, dass wir es haben. Wir werden sowieso noch jede Menge Seile brauchen. Und dann werden wir uns bei Gelegenheit noch mehr Kisten bauen. Was haben wir hier? Das ist auch nichts. Nein, nein, nein. Pass auf, hier laufen immer wieder mal ganz gerne kleine Wolfsspinnen rum. Kann ich nichts damit? Ich glaube, wir sind voll. Alles klar, Inventory ist voll. Leute, auch das wurde gefixt. Sehr, sehr schön. Das ist auch eine Sache, die muss ich wirklich lobend hervorheben. Das Spiel war, als ich es quasi in der Beta getestet habe, oder in der Alpha, war ja noch mehr oder weniger Alpha, in einem wirklich nicht guten Zustand. Die Entwickler bringen aber recht zügig Patches raus und patchen das Spiel relativ gut und haben schon einige Dinge nachgebessert. Zum Beispiel die Geschichte, dass man einfach Sachen aufheben konnte und das Inventar quasi überfüllt hat, beziehungsweise Sachen, die man dann zusätzlich noch aufgenommen hat, sind einfach verschwunden. Und das scheint jetzt nicht mehr zu passieren. Jetzt bekommen wir die Meldung, Inventar ist voll, hervorragend. So, haben wir hier noch ein bisschen was? Genau. Ich packe mal jede Menge von den Blättern weg. Es ist zwar immer noch nicht die perfekte Ordnung, aber Leute, so kann ich da sehr gut mit leben. Wir werden uns auch noch definitiv viel, viel, viel mehr Kisten bauen. Weil jetzt macht es Sinn, Kisten zu haben. So, nimm dir noch ein paar Seile mit. So, wir haben anscheinend nicht, wir haben jetzt aber wieder Seile. Das ist sehr schön. Ich packe mal meine Kupferscharts, alles, was ich hier noch habe, packe ich mal hier mit rein. Ich habe hier eine kleine Kiste mit Zinnscharts, mit Steinen, mit Kupfer. Und hier packe ich jetzt auch nochmal. Genau, die Kupferscharts machen wir mit rein. Wir haben Zinn, wir haben Kupfer, wir haben Granit, wir haben normale Steine. Leute, wenn man das hier so schön hin und her sortieren kann, dann ist das alles gar nicht mehr so schlimm. Dann verliert dieses Lagersystem tatsächlich ein bisschen seinen Schrecken. Und es hat mich wirklich in Angst und Schrecken versetzt. So, ich muss sagen, ich habe sehr viel Zinn und ich habe kaum Kupfer. Wir sollten uns mehr Kupfer organisieren, aber dafür brauchen wir wieder Werkzeug und dafür brauchten wir Seile. So, ich glaube, wir haben auch keine Sticks mehr. Kann das sein? Ich bin mir nicht sicher. Kleine Sticks, ich sehe keine mehr. Wir gehen los und organisieren uns das. Ich habe hier vorne gesehen, hier dürften noch kleine Bäume stehen. Dann holen wir uns mal eben schnell nochmal einen kleinen Baum. Leute, wie die Zeit bei diesem Spiel vergeht. Wenn eine Geschichte Spaß macht, dann vergeht die Zeit tatsächlich wie im Flug. So. Es sind immer noch Mechaniken, die ich nicht perfekt finde. Es sind immer noch Dinge, die mich stören. Das ist gar keine Frage, aber ich komme mittlerweile deutlich besser mit der Geschichte zurecht als noch am Anfang. Und mein Eindruck hat sich von daher ein bisschen mehr ins Positive gewendet. So. Mehr kleine Sticks bitte, noch mehr. Mehr Sticks. Die Frage ist, kriegen wir das hier auch angezeigt, wenn wir zu viel kleine Sticks haben? Weil die werden ja an einer anderen Stelle gelagert als das andere Zeug. Wo ist er? Wo ist er? Da ist der Large Stick. Schlag ihn klein. Wir brauchen erstmal kleine Sticks, bitte. So, so, so. Genau, die kleinen Sticks werden hierher gelagert. Ob das jetzt auch anzeigt, wenn es voll ist, kann ich gar nicht sagen. Guck mal, hier ist nochmal ein Stein. Den nehme ich einmal mit. Weil Steine, die suche ich immer am häufigsten. Und immer wenn ich sie suche, finde ich sie nicht und renne einmal blöde über die Insel hier. So. Das Schöne ist aber auch, wir können die Sachen einfach hier hinschmeißen. Und soweit ich das mitbekommen habe, die spawnen die Sachen am Anfang noch nicht. Also ist mir zumindest noch nicht passiert, dass hier Dinge einfach verschwunden sind. Im Grunde genommen braucht man theoretisch gar kein Lager, man schmeißt es einfach hier hin. So, ich gehe nochmal ins Journal. Wir wollten uns bauen ein Werkzeug und zwar eine Spitzhacke. Granitpickaxe. Alles klar, kommt sofort. Dann haben wir dich auch wieder am Start. Wir haben das Messer, wir haben die Spitzhacke. Wir haben keinen Bogen. Im Moment brauchen wir hier auch gar keinen Bogen. Von daher lass uns doch die Axt einfach mitnehmen. Wie komme ich an dich am besten dran? So. Sehr schön. Messer, Spitzhacke, Axt am Start. Sehr gut. So, wir sind ausgeruht einigermaßen. Das Brain ist noch am Start. Magen ist gefüllt. Wir sind mit allem versorgt, was wir brauchen. Dann lasst uns einmal losrennen. Ich habe hier hinten was entdeckt, was ich unbedingt noch mitnehmen wollte. Das wollte ich nicht alleine einpacken. Das wollte ich mit euch gemeinsam machen. Ich weiß nicht, wofür ich das brauche. Pass mal auf, was haben wir hier? Tierkacke. Keine Ahnung, wofür ich die brauche. Irgendwann werden wir sie brauchen, da bin ich mir sicher. Und dann holen wir sie uns. So, guck mal hier. Hier liegen Nationalflaggen. Was auch immer wir damit machen können. Wahrscheinlich kann man damit irgendwie... Wo haben wir sie? I can craft a pole and raise this flag. I can raise a pole. Okay,
Ich kann einen Stab craften und die Flagge hissen. Sehr interessant. Sollten wir... Bug-Replant, was ist denn das? Käferspray, Leute, kann das sein? Habe ich jetzt einen Anti-Käferspray gefunden? Spray yourself to repeal aggressive bugs for a period of time. Alles klar, super. Dann können wir uns, wenn irgendwo giftige Käfer sind, mit dem Zeug einsprühen und uns eine Weile dagegen schützen, gegen das Viehzeug. Sehr, sehr coole Geschichte. Guck mal, da liegt noch eine neue Hornisse. Vielleicht hilft das ja auch gegen dich. So, wir haben uns die Spitzhacke gebaut. Und dann lasst uns doch mal... Okay, die Axt geht auch gleich kaputt. Ich würde sagen, dich droppen wir schon mal. Und dann bauen wir uns direkt eine neue, wenn wir denn das Material am Start haben. Granitaxt können wir uns noch bauen. Ich würde sagen, die bauen wir uns noch mal. Und wenn wir dann gleich genügend Kupfer am Start haben, dann bauen wir uns den ganzen Krempel einmal aus Kupfer, wenn wir es denn schon können. Ich habe gesehen, pass mal auf, wir gehen mal gucken, ob wir das schon können. Bronzeaxt, alles klar, haben wir freigeschaltet. Es gibt nämlich hier auch Level. Silberaxt könnte ich noch gar nicht craften. Wir brauchen Crafting Level 6. Das können wir wahrscheinlich hier irgendwo unter unseren Skills sehen. Wo war denn das? Ich hatte das irgendwo schon mal gesehen. Stamina Building, Crafting. Crafting Level 5, Farming Level 1, Fire Making Level 3. Das ist die Geschichte. Wir können in allen Sachen aufsteigen und Punkte sammeln. Ich habe noch nicht allzu viele Punkte gemacht. Heute ist das ein mistiges Sauwetter hier. Wir haben 5 Uhr nachmittags. Es wird auch langsam schon wieder spät. Wir sollten wahrscheinlich gleich nochmal schlafen gehen. Aber wir sammeln uns noch ein bisschen Kupfer ein. Kupfer, denke ich, brauchen wir. 10 habe ich sehr, sehr viel. Kupfer müssen wir auf jeden Fall noch mitnehmen. Und das hier ist eine Sache, die ich an dem Spiel feiere. Das gefällt mir richtig gut. Wie wir dieses Erzvorkommen hier in kleine Teile zerlegen und auseinanderbauen und dass hier dann tatsächlich das Erz auf dem Boden liegt und hier zwischen liegt. Also das feiere ich. Das ist richtig gut gemacht. Habe ich selten so gesehen. Gefällt mir. Ich weiß gar nicht, es gab schon mal ein Survival-Spiel, in dem das ähnlich war, dann aber wieder weggepatcht wurde. Ich weiß nicht, ob das Rust war. Das kann sogar... Keine Ahnung, es könnte Rust gewesen sein damals, dass das irgendwann mal ähnlich war, dass die Teile auch so zerbröselt sind. Aber so wie hier, muss ich sagen, ich finde das klasse. Das gefällt mir gut. So. Und man soll ja nicht nur Kritik äußern. Es ist ja auch wichtig, dass man Dinge benennt, die gut sind. Und mir gefällt das sehr gut. Das ist natürlich alles Geschmackssache. Wie gesagt, alles, was ich hier von mir gebe, ist meine subjektive Meinung. Und das kann sein, dass ihr das auch zum Teil dann ganz anders seht. Das könnt ihr mir dann auch gerne sagen. Da kann man sicherlich auch drüber reden. So, ich packe hier nochmal ein bisschen was rein. Haben wir Fuel am Start? Sehr gut. Dann schnappt ihr mal ein bisschen Zinn. Und dann machen wir uns mal auf die Schnelle ein paar Barren. So. Ich habe das in meinem Tutorial zwar schon erklärt, aber wir haben das hier gemeinsam noch nicht gemacht. Und darum zeige ich euch einmal, wo letztes Mal mein Fehler lag. Ich habe im letzten Mal hier Kupfer genommen. Kupfer in eine Schale. Wo habe ich denn jetzt Zinn? Zinn in eine Schale. Und habe das dann geschmolzen. Jeweils ein Erz in eine Schale. Und genau da lag der Fehler. Ich muss immer ein Kupfer zusammen mit einem Zinn in eine Schale packen. In eine Gussform. Und dann funktioniert das auch. Zinn, Kupfer, zusammen. Kupfer, Zinn, zusammen. Alles zusammen. Und das macht auch Sinn irgendwie, klar. Das macht definitiv Sinn, dass ich das, was ich zusammen als Legierung einschmelzen möchte, zusammen in eine Gussform packe. Das könnte einem das Spiel aber auch irgendwo verraten, finde ich ganz ehrlich. Ein kleiner Hint im Buch, im Journal, eine kleine Info, pass mal auf, wenn du das und das machen möchtest, mach das so und so. Könnte definitiv eine Menge Frust ersparen. Ich bin sehr müde und ich muss schlafen, ich weiß. Machen wir gleich. Leute, guckt euch das an. Wir haben Bronze geschmolzen. Wie geil ist das denn? Jetzt haben wir Bronze am Start. Mega. Feiere ich sehr, dass wir das jetzt auch haben. Dann lasst uns doch mal gerade schauen, ob wir uns jetzt schon die ersten Werkzeuge aus Bronze machen können. Einmal eine Bronzeaxt, Seil, Stick, Bronze. Wird gefertigt. Sehr schön. Ich packe mal die anderen Werkzeuge hier rein. So. Hebt die Bronzeaxt auf. Ach, rein, Leute, erste Bronze-Werkzeug am Start. Dann schauen wir auch direkt mal, was wir noch machen können. Ich hätte noch gerne eine bronzene Spitzhacke. Was brauchen wir denn für die bronzene Spitzhacke? Uns fehlt ein Seil. Seile hatte ich eingelagert. Ist kein Thema. Haben wir da. So, das machen wir. Nein, hatte ich nicht. Nein. Wo habe ich die Seile hingepackt? Okay, wir haben ja noch Jucker. Nehmen wir ein paar mit. Ich dachte, ich hätte noch ein paar Seile eingelagert. Dann machen wir uns halt ganz frisch ein paar neue. Ist ja gar kein Problem. Ja, Meister. Mehr Seile? Mehr Seile. Ah, Leute, ich liebe das.
Inventory full. Warum ist mein Inventory denn full? Weil ich ziemlich viel Krempel mit mir rumschleppe. Darum ist das Inventory full. Ich würde sagen, ich packe jetzt gerade mal alles, was ich hier an Charts noch habe, hier draußen hin. Wir brauchen noch eine neue Kiste. Wir brauchen eine größere Kiste. Die Kokosnüsse könntest du eigentlich noch mal schnell essen. Und diesen blöden Schnabel, schmeiß ihn weg. So, weg damit, weg damit. Wahrscheinlich haben wir deswegen keine Seile mehr, weil ich einfach die Taschen voll hatte und nicht weitergemacht habe. Jetzt haben wir noch mal Seile, alles klar. Jetzt bauen wir uns auf die Schnelle noch mal eben eine Spitzhacke aus Bronze. Hervorragend. Und wie wär's denn mit einem Bronzemesser, wenn du kannst? Geht das auch schon? Granitmesser, Bronzemesser. Das rein, dann haben wir auch das am Start. So. Ich würde sagen, das Granitmesser packen wir in den Waffenständer. So, schön einsortiert. Alte Sachen könnte man irgendwann dann auch mal wegschmeißen, aber es ist ja okay. So, sehr schön. Jetzt sind wir einmal im Bronzezeitalter angekommen. Sehr, sehr geil. Leute, das feiere ich sehr. Mach mal die Tür zu. Wir sollten vielleicht auch die Tür schließen. Und wir machen uns einmal das Feuer an, damit wir schön in Wärme schlafen können. Und diese Mechanik, die werde ich niemals mögen, Leute. Ganz ehrlich, niemals. Das gefällt mir nicht. Das könnt ihr definitiv besser machen. Bitte macht das weg, Leute. Draußen bei dem Ofen geht's doch auch anders. Warum dann hier? Bitte macht das weg. Das werde ich nie liken. So, ich hole mir noch mal schnell was zu essen. Wir holen uns mal eben einen Vogel. Wir haben den ja schön hier abgehängt. Pass mal auf. So, mach die Türe zu, dass keiner reinkommt. Und dann brätst du dir mal eben noch schnell den Storch, bevor du schlafen gehst. Und vielleicht packen wir hier in diese wunderschöne Kiste einmal noch unsere Seile mit rein. So, ist zwar auch nicht schön, guck mal, da hinten noch ein paar Federn drauf. Aber man kann damit leben. So, Vogel ist fertig. Essen brauchst du im Moment noch nicht. Wir gehen schlafen, Leute. So, gute Nacht, ihr Lieben. Gute Nacht, Welt. Gute Nacht, John Boy. Wir machen mal direkt noch 2 Stunden hinterher, dass wir hier den Energiebalken noch etwas höher pushen. So, aufstehen bitte einmal. Speichern, 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 speichern. Ich vergesse das sonst. Leute, mir passiert das bei solchen Spielen, dass ich vergesse zu speichern und dann habe ich das Spiel ruiniert. So, aufstehen. Sehr schön. Wir können ja mal gerade gucken, was wir machen mit unseren... Da geh mal raus. Irgendwie, ich habe das Problem, dass das Bild die ganze Zeit so hin und her schwingt. Gerade wenn man im Haus ist, dann stört mich das ein bisschen. Ich habe das Gefühl, das Spiel denkt immer, man ist irgendwie mit einem Bein im Wasser und das Spiel muss schwanken. Das ist vielleicht auch der Grund, warum, sobald ich hier an diese Werkbank gehe, ich ins Wasser teleportiert werde. Keine Ahnung. Da hat das Spiel halt noch irgendwie ein Problem und ich mit dem System. So, sammle es auf. Wie können wir uns denn jetzt eine Flagge bauen? Leute, ist das Bild so verschwommen oder wären meine Augen wieder schlechter? Was ist denn jetzt los? Oder fehlt mir irgendwas? Nee, wir sind doch eigentlich topfit. Nationalflagge. Wir brauchen einen großen Stick, 2 Ropes. Very patriotic. Könnten wir uns bauen, Leute? Was war auf? Ich zeichne das mal an. Wo können wir dich denn hinpacken? Das können wir sicherlich überall dran machen. Aber ich glaube, ich hätte die Fahne sehr gerne auf unser mega krassen Boot. Wenn es denn geht, Leute. Jawohl, wir könnten uns... Pass auf, kannst du hier hoch? Wir können uns die Fahne aufs Boot machen. Würde ich sagen, machen wir dann bei Gelegenheit mal. Wir haben keine Ropes, holen wir uns dann später. Wir müssen auch unbedingt nochmal mit dem Floß losziehen, weil angeblich soll es da auch ein Update gegeben haben. Wir haben ein Ruder, das ist die Basis fürs Boot, das haben wir. Das sind die Aufbauten, die wir machen können. Das Steering-Ruder, das ist für die Steuerung. Was können wir denn noch? Wir können ein Dach machen. Wir können die Flaggen machen. Mega, wir können Piratenflaggen machen. Sehr, sehr schön. Ich hätte gerne ein Ruder. Ich habe in einem Video gesehen, dass man ein Ruder baut, dass man quasi rudern kann. Aber ich glaube, das geht nicht. Wir fahren aber trotzdem jetzt mal ein kleines Stückchen los mit dem Ding. Pass mal auf. Habt ihr das Ruder? Leute, schaut euch das an. Schaut euch das an. Ich habe es bei der letzten Fahrt noch schwer kritisiert, dass ich nicht vernünftig steuern kann. Dass ich dieses grausame System beim Steuern des Bootes habe ich schwer kritisiert. Leute, und die Entwickler haben meinen Rufen anscheinend gehört. Mein Flehen, mein Betteln, mein Winseln. Und jetzt guckt euch das an. Wir können Segel setzen und jetzt können wir hier vernünftig durch die Gegend schippern. Leute, so macht's doch Spaß. Warum nicht gleich so? Ast rein. Ich würde aber sagen, wir entfernen uns noch nicht zu weit von unserer Insel. Das machen wir dann bei Gelegenheit. Ich würde das Floß sehr, sehr gerne noch ein bisschen größer aufbauen. Ein bisschen komfortabler machen.
damit wir auf jeden Fall auch mehr Möglichkeiten haben, Material hin und her zu karren. Im Moment sieht mein Plan so aus. So, wie kann ich denn jetzt aufhören zu steuern? So, genau. Nein, nicht wegschmeißen. Im Moment sieht mein Plan so aus, dass ich erstmal auf der Insel hier bleiben möchte. Quasi so als... Moment, ich glaube, ich schiebe dich noch mal ein bisschen mehr an den Rand, mein liebes Boot. So, sehr schön. Leute, das mag ich. Das gefällt mir sehr gut. Und das, wie das jetzt hier im Wasser hängt, mega. Gefällt mir richtig gut. Also, im Moment sieht mein Plan so aus, dass ich erstmal hier bleibe. Wir werden unsere Basis hier weiter ausbauen und aufbauen und vergrößern. Und dann, die Inseln scheinen ja so ein bisschen um uns herum verteilt zu sein. Und dann machen wir Ausflüge zu den anderen Inseln, organisieren Material, was wir benötigen und so weiter, karren das Zeug hier hin und bauen uns hier schön weiter auf. Ich denke mal, in einer der nächsten Folgen werden wir dann losziehen und das Ganze hier nochmal ein bisschen, ein paar Ausflüge an den Start bringen. Ein bisschen rumsegeln und mal gucken, was wir so entdecken können. Leute, im Moment gefällt es mir sehr gut und ich bin tatsächlich drauf und dran, das Ganze zu einem Let's Play zu machen. Sagt mir sehr gerne, was ihr davon haltet. Was haltet ihr von der Geschichte? Und dann gehen wir die Geschichte tatsächlich an. Ich möchte hier aber noch ein bisschen was aufbauen, Leute. Ich möchte noch ein bisschen was machen. Und zwar in Sachen Lagern hätte ich ganz gerne einen Meat-Rack. Hallo. Drück mal also hier, öffne mal die Tür. Das könnten wir uns also auch tatsächlich hier in unsere Bude reinstellen. Fände ich gar nicht schlecht. Pass mal auf, F zum Placen. Wir brauchen jede Menge Large Sticks, Small Sticks, Bananenblätter, Metallschrott und Seidel. Alter Schwede. 14 mal Metallschrott. Das ist ja der Wahnsinn. Oh, krass. Okay, dann haben wir hier echt eine Mammutaufgabe vor uns. Aber ich denke, wir kriegen das ans Laufen irgendwie. Und dann können wir da auch vernünftig unsere Lebensmittel, unser Fleisch lagern. Ich zeichne uns mal alle möglichen Dinge an, die wir so bauen können und die auch Sinn machen. Storage, Angle Rack, Makeshift Rack Build from Wood and Metall. Angel Track. Okay. Ach so, so ein angewinkeltes Regal, Leute. Okay. Kann man das auch hier reinstellen? Das lässt sich nicht hier drin abstellen. Das kann man nur draußen aufstellen. Okay. Schade eigentlich. Hätte ich gerne drin gehabt. Ich würde aber sagen, wir bauen uns auch hier so ein Teil hin. Ich zeichne es hier einfach mal an. Und wir können das dann nach und nach, wenn wir die Dinge am Start haben, alles mal zusammenschustern. So, was hätte ich denn noch ganz gerne? Da gab es doch noch mehr, was ich noch bauen wollte. Ein Weinregal ist erstmal nicht so wichtig. Tool Rack haben wir. Ein File Basket, das wäre natürlich nicht schlecht. Ein Schadcontainer. Vielleicht machen wir das mal so direkt hier nebendran. Einen nach hier. Pass auf, ich mache direkt noch einen. Schadcontainer. Dann haben wir für Kupfer-Shards. Ja, einmal für Kupfer, einmal für Zinn. Dann hätten wir das hier so ein bisschen mehr sortiert. Finde ich gar nicht so verkehrt. Dann haben wir hier den Ofen. Was haben wir noch? Ein Steincontainer. Den zeichnen wir uns auf jeden Fall auch hier irgendwo noch an. Leute, vielleicht hier draußen. So ein bisschen hier nebendran. Ich kann das Fundament sowieso hier nicht erweitern. Warum auch immer, keine Ahnung. Ob das hier zu weit abschüssig ist. Ich konnte hier keine Fundamente mehr dran setzen. Darum benutze ich das jetzt hier so ein bisschen als Lagerfläche. Hier nochmal rein. Was haben wir noch? Fahrtcontainer, Stonecontainer, Arrow Basket. Ein Pfeilkopf, den können wir doch bestimmt auch reinstellen, oder? Jawohl, das geht schön hier auf dem Boden. Ich würde es gerne aufhängen irgendwo an die Decke oder so. Egal, machen wir erstmal nach hier. Dann können wir uns... Small Sticks. Leute, haben wir einiges zu tun. Ich würde sagen, vielleicht holen wir uns jetzt von hier nochmal eben so ein paar Stämme ran. Wir haben ja die wunderbare Bronzeaxt, Leute. Dann geht das auch mal schnell. Hi ho, hi ho. Wir sind vergnügt und froh. Ich schlage uns einfach mal hier schon mal so ein paar Bäume, dass wir dann die ganzen Stämme einsammeln können und dass wir das ganze Zeug weiterverarbeiten können. Vielleicht mache ich das auch offscreen. Aber zumindest schlagen wir uns hier schon mal die ganzen Bäume. Und dann werden wir irgendwann losziehen müssen auf die anderen Inseln und das Material rankarren müssen. Was ich noch nicht weiß, Leute. Wie das quasi mit den Quests aussieht. Ich glaube, wir müssen hier oben den Turm irgendwie reparieren. Da habe ich noch gar keine Idee, wie wir das machen müssen. Ob wir das überhaupt machen müssen. Ist das alles noch optional? Ja, das werden wir aber auch rauskriegen. Ich denke, das
Wird sich alles ergeben, früher oder später. Leute, ich muss echt tatsächlich zugeben, mittlerweile feiere ich das Spiel mehr und mehr. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr mir eure Meinung dazu nochmal mitteilt. Was haltet ihr von dem Ganzen? Seht ihr dem Ganzen eher positiv entgegen oder habt ihr da noch eure Zweifel? Was haltet ihr von dem Spiel und möchtet ihr ein Let's Play zu diesem Titel überhaupt sehen? Ja oder nein? Würde mich wahnsinnig interessieren. Ich möchte die Reise ja mit euch gemeinsam gehen. In diesem Sinne. Leute, wenn euch das Video gefallen hat, wenn ihr meinen Content mögt, liked das Video, abonniert den Kanal, kommentiert ganz, ganz fleißig und ich freue mich wahnsinnig auf die weitere Reise mit euch. In diesem Sinne. Ich bin raus, euer Gamero.